für den Einstieg. Sehr geehrte Kameradinnen und Kameraden, schönen guten Abend, herzlich willkommen zu eurer Jahresdienstbesprechung von Seiten Stadtfeuerwehr Fahrradeshagen. Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kameradinnen und Kameraden, und ein herzliches Dankeschön an das Landespolizeiorchester für diesen tollen Auftakt. Vielen Dank dafür. Anders machen. Zunächst fangen wir nämlich heute gemeinsam mit der Begrüßung an, und als Vertreter und Hausherr für die Stadt Hagen möchte ich ganz herzlich unseren Dezernenten, Herrn Dr. André Herbach, begrüßen. André, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Für die Bezirksvertretung von Limburg möchte ich ganz herzlich den Bezirksbürgermeister von Limburg, Jochen Eisermann, begrüßen. Herzlich willkommen. Dann suchen wir ihn noch, aber den anderen aus dem Bezirk Mitte haben wir gefunden. Ralf Quart mit Gattin, herzlich willkommen. Langjähriger Förderer der Jugendfeuerwehr, Mitglied, glaube ich, auch ein bisschen der Jugendfeuerwehr, als Sieger überhaupt, herzlich willkommen für den Bezirk Nord. Persönlich haben wir uns gerade schon begrüßt, aber ich möchte das hier natürlich in aller Form. Die für den Bundestag, die Abgeordnete Katrin Helling, da herzlich willkommen. Ebenfalls im Deutschen Bundestag, auch für uns Hagener, Timo Schitanowski, lieber Timo, herzlich willkommen. Für den Landtag NRW, ganz herzlich Ina Bruntal, herzlich willkommen. Für die Ratsmitglieder, für die Bürgerführung Limburg, Frank Schmidt, deswegen habe ich ihn gerade schon größer. Herzlich willkommen. Danke, herzlich willkommen. Als nächstes, ja, ich weiß gar nicht, in welcher Rolle und Funktion, aber ich tue es jetzt einfach mal als Ratsmitglied, Jörg Klepper für die CDU. Ebenfalls Fraktionsvorsitzender, aber für die SPD, Klaus Rudel, herzlich willkommen. Für die Johanniter, einer der Partner, die uns im Rettungsdienst unterstützen, begrüße ich gleich drei Gesichter, nämlich einmal Christian Wienert, Jörn Röder und Benjamin Hohlich. Herzlich willkommen. Ich habe Sie noch nicht gesehen, wir hatten vor 14 Tagen schon einen gemeinschaftlichen Termin in Berchtesgaden-Gahlenfeld für die DLRG Hagen, Helena Gerhardt. Dann haben wir gesehen für die Malteser Hagen auch jedes Jahr immer hier Daniel Krauka. Herzlich willkommen. Für das Deutsche Rote Kreuz, Herrn Daniel Wahn. Herzlich willkommen. Technische Hilfswerk, auch ein langer Partner, Sven Neuhaus als neuer Ortsbeauftragter, herzlich willkommen. Für den Verband der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen, dessen stellvertretender Vorsitzender Christian Eichhorn, herzlich willkommen, Christian. Eigentlich schon in der Ehrenabteilung, aber immer noch sehr aktiv, gar nicht an der Seite des Stadtfeuerwehrverbandes Hagen wegzudenken. Unser Justiziar, Hauptbahnmeister aus der Gies, Professor Dr. Peter Hinders. Peter, herzlich willkommen. Ich weiß gar nicht, ob es die richtige Reihenfolge ist, aber ich mische mich jetzt noch mal ganz kurz ein. Ja. Wir haben nämlich noch zwei Vertreter der Bezirksregierung hier, und damit begrüße ich ganz herzlich für den Feuerschutz einmal den Dezernatsleiter für den Feuerschutz, Thorsten Meyer. Herzlich willkommen. Und gleichzeitig mit Gattin angereist, Uwe Wiedenberg als Bezirksbürgermeister. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid.
Es ist schon ein befreundeter Feuerwehrkreis, Verbandskreis geworden. Er ist auch heute mit verschiedenen Feuerwehren hier vertreten. Aber an der Spitze darf ich erstmal begrüßen den neu gewählten Vizepräsidenten Michael Wilms. Herzlich willkommen, lieber Michael. Welche kreisfreie Stadt kann schon behaupten, dass sie einen Kreisbrandmeister hat? Er ist bei staatlicher Funktion, aber hat nach dem Präsidentenamt jetzt den Ihrem Präsidenten, ein persönlicher Freund von uns, kann man auch schon sagen. Lieber KWM, mit Gattin Heike, euch beiden herzlich willkommen. Ich durfte vor einigen Wochen selbst Gast bei der Feuerwehr Gevelsberg sein, bei ihrer Jahreshauptversammlung. Herzlich willkommen, Falk Ramme von der Feuerwehr Gevelsberg. Und der nächste aus dem Ruhrkreis, direkt angegliedert an Hagel. Wenn ich daran denke, wie wir als junge Gruppenführer an der AKZ schon uns in seinem ersten Lehrgang zusammen hatten, aber jetzt auch du hier als Gast. Für die Feuerwehr Herrenke, das ist Leiter der Feuerwehr Stadtbahninspektor Michael Tillmanns. Herzlich willkommen. Christian hat es gerade so schön gesagt, die Feuerwehr Hagen oder das Hagener Stadtgebiet scheint in irgendeiner Form für alle Führungskräfte von Feuerwehren, auch von Nachbarstädten, interessant zu sein. Also ich weiß, dass der Leiter der Feuerwehr Iserlohn, glaube ich, bei uns wohnt und genauso wohnt auf Hagener Stadtgebiet. Christopher Rehnert als Leiter der Feuerwehr Lüdenscheid. Herzlich willkommen. Es freut mich ganz besonders, dass er mit in der ersten Reihe sitzt, mit Lebensgefährtin, unser Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Hagen, Brandinspektor Michael Dersch, euch beiden herzlich willkommen. Den Personalratsvorsitzenden der Berufsfeuerwehr Hagen, Dennis Oehme. Wo ist denn Dennis? Da ist er. Herzlich willkommen. Für den Stadtfeuerwehrverband Hagen darf ich begrüßen ein starker Förderer und Unterstützer des Verbandswesens, der amtierende Präsident des Rotary Club Hagen mit Gattin, Thomas Spohn. Lieber Thomas, herzlich willkommen erstmal bei der Feuerwehr. Ich hoffe, wir haben keinen übersehen und wenn, sieht es uns bitte nach. Aber ich möchte mich als last but not least ganz herzlich alle Kameradinnen und Kameraden hier recht herzlich begrüßen. Schön, dass ihr alle da seid und an unserer Jahresdienstbesprechung teilnehmt. Ich habe einen kleinen Kommentar gemacht. Ich habe unseren Dezernenten als Hausherrn bezeichnet. Das stimmt natürlich, was die Feuerwehr angeht. André ist unser Dezernent und gleichzeitig auch in Vertretung des Oberbürgermeisters, der leider heute nicht kommen kann. Hier aber tatsächlicher Hausherr ist Volker Wolf von der Stadthalle. Volker, wo bist du? Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Begrüßt erstmal alle
wichtigen Personen. Und wenn du gerade so denkst, ach, den einen Namen, den habe ich nicht so ganz verstanden. Kein Problem, kommt noch fünfmal. Ne? Das wollen wir heute ein bisschen vermeiden. Und ja, ich meine, ich habe mir natürlich besser träumen lassen. Ihr seht so schön aus in den ganzen weißen Hemden, frisch gestärkt. Also euch nochmal einen Aussehensapplaus. Bitte, großartig. Fast so schön wie ich. Ne? Ne, weil manchmal hast du ja den Eindruck, ne, kommst du irgendwo rein und dann denkst du, du hast Tinnitus am Auge. Siehst nur Pfeifen. Und das ist heute anders. Deswegen, also wir wollen jetzt zum Anfang erstmal ein bisschen uns einrufen. Tanzen könnt ihr von mir auch schon, eskalieren, was ihr wollt. Wir versuchen das mal. Ich höre noch nichts hier. Da kommt was.